Willkommen zurück auf dem Boot des Grauens. Soll ich ihn töten? Hier bei Far Cry? Oder soll ich ihn verschonen? Nein, ich werde ihn töten. Ich muss ihn ja töten. Hallo, willkommen zurück bei Far Cry. Habt ihr gut geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Und jetzt sollen wir dem hier einen Headshot verpassen? Och, nö. Durchschleichen können wir uns wahrscheinlich nicht. Deswegen machen wir es auch. Oh, er ist verschwunden. Komm, wir ballern den hier weg. Kommt jetzt bestimmt schon gleich ums Eck gerannt hier. Im Spiel weiß man nie, was passiert. Na komm schon. Stirb. Ich glaube, jetzt ist er tot. Sag ich doch. Komm hier ums Eck. Noch einer. Ja, jetzt reicht's aber hier. Heieieiei. Das ist ja unglaublich hier. Jetzt habe ich die Windows-Taste gedrückt. Ich glaube, das ist nicht gut, ne? Wenn ich jetzt bestimmt irgendwie hier so rankomme, dann bin ich gleich weg. Ich sollte sie sperren. Oh, da oben ist noch einer. Habt ihr gesehen? Was ist denn hier los? Boah. Zack, und weg ist er. Hier ist nichts. Aber irgendwie, glaube ich, über mir ist nur einer. Hab dich. Arschgesicht. Ich glaube, da hat doch gerade einer irgendwas gesagt. Ich glaube, da ist echt noch einer. Über mir. Irgendwas habe ich gehört. Ah, guck mal. Da ist er. Headshot. Habe ich doch richtig gehört. Also sind sie auch gern mal oben. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass sie nicht hier irgendwie runterspringen, runterkacken. Guck mal, hier ist nämlich noch einer. Was ist denn hier los? Arschloch. Da ist bestimmt noch mal einer. Da hat einer gesagt, was ist denn hier los? Ah, guck mal. Arschloch. Ey, die Desert Eagle geht ja mal voll ab. Minigun. Ja! Okay. Konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Wir müssen vermutlich. Ich habe gerade was gehört. Ist da noch einer da oben? Ich glaube, da hat einer von hinten geschossen. Ah, du kleiner Bastard! Verdammt, geh schwimmen, du Arsch! Ich denk doch gerade, oben ist noch irgendeiner. Habe ich doch richtig gehört. Nicht, dass jetzt hier noch einer rumschwirrt. Nee. Okay. Okay. Hier sieht's gut aus. Ich will nur. Ey, ich glaube, ich habe Paranoia. Ich höre irgendwelche Sachen, die gar nicht da sind, oder? Eine Tür, wo nicht eine Tür ist. Vielleicht irgendeiner auf der Insel, wo mich beobachtet. Vielleicht hockt hier irgendwo einer und scheißt gerade und guckt mir zu. Allein diese Vorstellung macht mir schon Angst. Margot ist in der Nähe. Okay, jetzt ganz konzentriert geht's weiter. Wir wollen das Spiel nicht ins Lächerliche ziehen. Hier sterben Menschen. So. Das ist doch blöd, sowas. Sonst heißt es nachher wieder, Computerspieler. Sind nicht gut. So, jetzt laufen wir mal hier rein. Wenn wir hier rein dürfen. Ich hab keine Ahnung. Die Tür geht schon mal auf. Ich komme nicht rein, ich bin zu dick. Achso. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich glaube, er sucht nach der Frau. Tja, die wird er nicht finden. Wir bringen sie in den Bunker. Crow, Ende. Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Ah, oh. Okay. Was ist hier unten? Sollten wir vielleicht nicht runterfliegen? Das wäre nicht gut. Nie wieder werde ich sowas probieren oder suchen oder angucken oder wie auch immer. Dann noch ein zweiter? Hallo? Nö.
Okay. Kein Lebenszeichen von Val, aber ich habe ihre Kamera gefunden. Außerdem gibt es dann noch eine Akte von einem Typ namens Krieger. Dieses Archipel eignet sich ideal für meine Forschungen. Die Inseln liegen weit ab der internationalen Schifffahrtsrouten. Hier kann ich meine Arbeiten durchführen, ohne von der Außenwelt gestört zu werden. Es wird nicht einfach, aber die Zukunft der Menschheit hängt vom Erfolg meiner Forschungen ab. Es wird mir gelingen. Sie bringen Val zu einem Ort, den Sie Bunker nennen. Sagt Ihnen das was? Ja, holen Sie ein Boot und wir treffen uns. Schon auf dem Weg. Oh, lecker Eistee. Wir sollen ein Boot suchen. Ja. Nur, wo soll ich ein Boot herbekommen? Vielleicht ist ja hier irgendwo eins, wo keine Füße sind. Okay, wir suchen ein Boot. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Siehst du das auch? Ich habe gerade was gehört. Da sind bestimmt welche drin. Okay, ich habe sie getötet. Sperma. Okay, ich höre einen Helikopter. Ich glaube, das wird aber nicht gut sein. Das ist bestimmt ein böser Helikopter. Aha, Spiel speichert hier. Dann kann es nur was Böses sein. Sicher. Okay, hier ist nichts. Ich sollte vielleicht mal kurz mit dem Fernglas gucken. Kann ich das so rausziehen? Ah. Okay. Ah! Oh nein! Jetzt fliege ich auch noch runter. Also ganz schlecht, hier ist ein Helikopter. Ich glaube, der tut auch bestimmt weh. Okay, mal probieren, ob das knallt. Ah, der Wichser ist kugelsicher. Oder so. Ich sollte einfach mal treffen, ne? So, weg ist er. Ich gehe aber noch mal ganz kurz da rein. Weil ich brauche, glaube ich, medizinische Versorgung. So. Ich glaube, hier sind Leute. Ich habe gerade was gehört. Meint ihr, hier sind welche? Psst. Psst. Hui. Da ist einer. Soll mir doch egal sein, was das war. Aber echt? Ich weiß nicht. Hast du das gehört? Nein. Verdammt! Alle. Wann sind die doof? Oh, da ist noch einer. Da drüben! Verdammt, zieh doch zurück! Ich glaube, da sind noch mehr, oder? Da oben war nämlich auch noch einer. Aufpassen. Was ist denn hier los? Okay, ich glaube, das war's. Verschwinden so. Wir von hier! Aber hört sich so an, als wenn da noch mehr sind. Au! Oh, du kleine kranke Wichser, du! Munition einsammeln. Man kann ja nie wissen. Da ist noch einer, ne? Da ist... Oh, die kugelsichere Weste. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Was ist hier? Kein Boot. Okay. Ich soll ein Boot suchen. Na toll. Wenn ich eins finde, werde ich mir natürlich eins nehmen. Hier ist definitiv mal gar nichts. Aber ich nehme die kugelsichere Weste mit. So. Das darf ich nur nicht abstürzen oder so. Das sieht schon so komisch aus, die Konstruktion. Die ist bestimmt zum Abstürzen dafür gebaut. Oder? Was meint ihr? Ah, sie hält. Okay. Lebt hier noch was? Hallo? Soll hier irgendwo ein Boot sein?
Ach, verdammt. Da drüben. Da. Da könnte eins sein. Ja. Soll ich da einfach reinspringen, oder? Ah. So. Oh! Bitte daneben landen. Das hätte bestimmt wehgetan, wenn ich jetzt auf dem Boot gelandet wäre. Okay, ich habe ein Boot. Was nun? Unsere einzige Chance besteht darin, das Kommunikationsnetz zu unterbrechen. In dem darauffolgenden Chaos können Sie dann fliehen. Das Netz zu unterbrechen müssen Sie nach Kabatun. Fahren Sie nach Osten und halten Sie nach Kabatun Ausschau. Also wir sollen nach Osten fahren und nach Kabatun Ausschau halten. Hört sich ja sehr interessant an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin. Einen schönen Tag noch. Ciao.